Heute ist der Rückreisetag. Das heißt, endlich wieder zurück nach Berlin. Es wird ein komischer, anstrengender Reisetag, glaube ich, weil wir im Prinzip 8 Stunden Autofahren vor uns haben. Aber die Situation mit unserem Auto das Ganze ja irgendwie komplizierter macht. Siegfried ist repariert. Also das Auto. Sie meinten, es ist irgendwas mit einer Sicherung, die sie austauschen muss. Der heutige Fahrplan sieht wie folgt aus. Wir fahren jetzt mit dem Mietauto nach Mannheim, wo die Werkstatt ist. Da holen wir dann unser Auto ab und fahren mit unserem Auto und dem Mietauto zum Rückgabeort, der auch in Mannheim ist. Da bringen wir dann das Mietauto zurück und wenn wir das gemacht haben, dann fahren wir von Mannheim aus nach Berlin. Ja. Es ist jetzt kurz nach 12. Ich schätze mal, wir sind irgendwann gegen 22 Uhr in Berlin oder so. Es wird auf jeden Fall ein langer Reisetag. Aber naja, ey, das Auto geht wieder, sie haben es repariert. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir rauskommen und unser Mietauto kriegen. Bye-bye-Aussicht. Was ich nicht vermissen werde, sind die tiefen Decken und Türen. Ich bin nur froh, dass wir das ganze Zeug nicht per Bahn transportieren müssen, weil das dann doch echt viel Zeug ist. Tschüss, Wohnung. Bye-bye. Tschüss, Unterkunft. Erste Pause. Wir sind noch nicht mal bei der Werkstatt. Es ist mega heiß. Und das Mietauto hat zum Glück eine Klimaanlage. Aber unser Auto wird keine Klimaanlage haben. Deswegen, es ist jetzt schon hart, Abschied zu nehmen von der Klimaanlage. Es wird nur ein bisschen tricky, weil die Werkstatt ist nochmal 20 Minuten von dem Rückgabeort des Mietautos entfernt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich unser Auto fahren und meine Mutter wird das Mietauto fahren. Wir fahren im Konvoi zu dem Ding, zum Rückgabeort. Da, das ist die Werkstatt. Da ist Siegfried. Siegfried lebt. Okay, Mission Autorückführung, Rückführung beginnt. Ich kann natürlich nicht filmen, ich kann nicht fahren und gleichzeitig filmen. Wir haben es zum Abgabeort geschafft. Ich glaube, das ist der versteckteste Mietwagen-Rückgabeort, den man hätte machen können. Mein Gott, war es stressig, hierher zu fahren. Okay, die Taschen sind verladen. Jetzt müssen wir nur noch das Auto abmelden und dann geht's endlich Richtung Berlin. Adios, Mietwagen. Hi, Siegfried. Kleine Pause zwischendurch. Es ist schon 21 Uhr. Aber ich würde schon gern was essen, ne? Tatsächlich. Geschlossen, ich war geschlossen. Die Raststätte hat geschlossen. Also nicht nur McDonald's oder irgendwie diese Service-Gaststätte, die komplette Raststätte hat einfach geschlossen.
heißt, weder Toilette ist offen, noch man kann sich irgendwas snacken. Also, zweiter Versuch. Hoffentlich haben die auf. War eher so lala. Es ist kurz vor eins, endlich wieder in Berlin.